Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Ich muss mich gerade erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich finde gerade absolut nicht die richtigen Tasten. Ah ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir erstmal was kaputt machen, sehe ich gerade. Und zwar das hier. Und dann schauen, ob wir was verkaufen können. Was kann ich für dich tun? Genau. Boah, ich... So lange jetzt nicht mehr Outward gespielt. Dass ich gerade mit der Steuerung nicht so gut zurechtkomme. Stahlsäbel habe ich meine ich schon. Und ja, mal schauen. Also, Kalkstein, Schreckensachse und Meeresfrikassee, alles schon gelernt. Das kann alles weg. Heilige Fabel. Heilige Fabelei. Kann verwendet werden, um neue einzigartige Ausrüstung herzustellen. Okay. Wo waren wir denn nochmal? Ach ja, wir sind durch den Geisterpfad und ich habe ganz viel Verderbnis gehabt, bin aber dann gestorben oder so. Irgendwas in die Richtung. Ja. Wie sieht denn man... Oh, der ist richtig voll. Der Beutel. Ja, laufen wir mal schnell hoch zum Leuchtturm. Und machen wir mal einen Überblick. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass wir im Endeffekt nur noch zwei Sachen offen haben in der Halbinsel. Dann haben wir alles einmal gesehen. Das ist einmal die Festung Vendavel und eine kleine Höhle. Die vor Enmekar-Wald liegt. Die Sandalen habe ich jetzt nicht verkauft. Warte mal. Räumen jetzt erstmal mal die Sachen weg. Und dann kann man einmal durchsortieren. Ich steig so nicht durch. Was konnte man nochmal... Oh, ich glaube, ich habe den Handel unten abgebrochen. Ja, ich habe den Handel unten abgebrochen, wie es scheint. So. Jetzt mal eben schauen. Und zwar, ich habe hier ein Rezept für einen... Wo ist es? Wo ist es? Hä? Da, Golem-Rapier. Palladium-Bruchstück, Kristallpulver und zwei kaputte Golem-Rapiere brauche ich dafür. Das da. Und ein Palladium. Wo haben wir es? Da. Und... Ja. Fertig. Ja. 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 Ist jetzt, ich brauch's nicht, sagen wir's so. Und ansonsten... Also, hiervon aber zwei, kann man einen verkaufen. Das kann man verkaufen, das... Die kann man kaputt machen. Kaufen, verkaufen. Den wollte ich behalten. Die habe ich noch nie benutzt. Die behalte ich mal eben. Kaufen. Auch verkaufen. Meine Güte, wie viele Sachen habe ich hier drin? Zwei blaue breite Hüte. Da reicht einer. Halbplattenstiefel haben wir zweimal. Alten Laternen können wir wegpacken. Ich will nicht herstellen, keine Angst. Ich will nur ein bisschen einmal ausdüngen. So, die können eigentlich alle drin bleiben. Das nicht. Also die Alchemie-Sachen hier. Und das könnte man jetzt eigentlich nur mal eben runterbringen. Oh, warte. Geld. Ich weiß ja nicht, wie viel da jetzt raus wird. So. Und dann müssen wir nur noch schauen, dass wir ein bisschen Meeresfrikassee machen und können Richtung Festung Vendavel aufbrechen. Warum bin ich so in Eile? Ich will es ein bisschen kürzer machen. Es ist zu lang. Summer 40 ist ein bisschen viel. So, deswegen gab es jetzt auch drei kann ich... Zwei kann ich mir noch holen.
Deswegen gab es jetzt auch ein paar Tage lang einfach gar nicht. Denn... Hallöchen. Da bleibt absolut maximal die Freizeit auf der Strecke und das ist echt nicht so geil. Ich meine, das ist auch Freizeit, aber es gibt ja auch, ich sag mal, die Nichtaufnahme-Freizeit. Ne? Und wenn die maximal zu kurz kommt, ist das unangenehm. So, Geld besorgt. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier eben auf dem schwarzen Hut. Den brauchen wir nicht reparieren. Aber die Harpunie kann man reparieren. So. Dann gehen wir mal nach oben. Haben wir Tag oder? Gerade morgen. Eine Stunde schlafen und zweimal reparieren. Das dürft's tun. Das dürft's tun. So. Oh, wie lange hält die? Ja, oh, das reicht. So, dazu noch eine Spitzhacke, den Hut und jetzt brauchen wir noch Essen. Moment. Wir brauchen von den Tees eine Menge. 4. Das ist gut. Die hier? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn, dann von denen hier. Davon nehmen wir noch 2 mit. Immer. Verbände. Ganz wichtig. Die hier brauche ich für Meeresfrikassee. Die kann ich auch für Meeresfrikassee benutzen. Dann brauchen wir noch Salz und das da. So, sind hier noch mehr Sachen am Verschimmeln? Rauchwurz. Ja, aber ich habe kein Rezept mit Rauchwurz. Nimm mal die Sachen, die hier wirklich am Weggammeln sind, mal mit. Der Reiseproviant hält halt super lange, ne? Gewöhnliche Pilze. Oh, Gabären. Der Rest sieht eigentlich noch in Ordnung aus. Ah, die Vogeleier nicht. Gut. Dann mal runter hier in den Keller. Also, erstmal wollen wir... Wo ist Meeresfrikassee? Ach, Larveneier. Habe ich die überhaupt? Ich hoffe es. Oh. Okay. Dann machen wir es anders. Das müsste so reichen, oder? Ja. Hoffen, dass wir was anderes herstellen können, was Mana wiedergibt. Das hier gibt, glaube ich, Mana zurück. Ich guck mal nach. Sieht gut aus. Gibt zwar keine Dingens zurück, keine Ausdauer, aber das tut's erstmal. Oh, Turmip-Eintopf. Nicht, dass wir den noch vergessen. Also Sevish. Mana wiederherstellen. Ja, machen wir das auch mal. Ja, und dann sind wir auch schon so gut wie durch. Kann man mit Räucherwurz, Räucherwurz und Salz? Nee, Essensreste. Shit. Okay, dann nicht. Essensreste werde ich jetzt nicht essen. Kann man die nicht auch verschimmeln lassen? Nee. Dreck, dann schmeißen wir die einfach hier rein. Ah, jetzt habe ich die Eier nicht gekocht.
Ist egal. So, wir haben dreimal darüber Mana und das Mana. Gut, jetzt brauchen wir noch Feuersteine und Fallen. So wie das Zelt. Ah, das dauert immer so ewig, hier alles vorzubereiten. Wo sind denn Feuersteine? Da. 5. Und hier 5. Fallen. Was sind sie denn? Ach hier. Stolperdraht fallen. So. Ach, Tränke. Fast vergessen. Schön. Jetzt sind wir schon fast fertig. Wenn du noch was. Mir fehlen noch Nägel. Ja. So, jetzt haben wir's. Auf geht's! Zur Festung Vendavel. Ich hoffe, wir schaffen es so schnell dahin. Aber sollte eigentlich funktionieren. Und man merkt, dass keine Ausdauerregeneration dabei ist beim Essen. Guck mal, wie schnell der grüne Balken leer geht. Holy moly. Aber ich kenne eine Abkürzung. Wasch mir auf, du. Hier vorne kommt man unten am Strand raus. Und dann spart man sich, meine ich, einen etwas weiteren Weg. Kleines Stück Weg. Müsste eine Abkürzung sein. Ich glaube daran, dass es eine Abkürzung ist. So. Das bedeutet, hier oben werden wieder zwei Troglyten sein, aber die sind ja wirklich opelleicht eigentlich. Autschi. Ja, zwei Hiebe. Also. Das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Einen haben wir noch, ne? Wie viel mache ich an dem wohl mit dem... Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Dass es so viel Schaden macht. Das ist ja voll schwach. Ist wahrscheinlich gegnerabhängig, wie viel Schaden es macht. So, und schon sind wir unten raus. Am Meer. Und sind statt hier... Ich kann das auf der Karte besser zeigen. Während der Rast an deinem Zelt kannst du angegriffen werden. Suche dir entweder einen sicheren Ort oder halte Wache, um die Wahrscheinlichkeit auf einen Überfall zu verringern. So. Jetzt sind wir nicht hier raus, sondern hier raus und wir müssen hier hin. Also können wir hier schneller laufen, als wenn wir hier laufen. Oder? Sieht das wie anders? Ich finde, der Move ist smart. Bedrohliche Musik hier am Laufen. Oh, ich muss die Kamera ein bisschen höher setzen, sehe ich gerade. Die ist nicht ganz richtig eingestellt. Ist dann ab nächster Folge. Da sieht man aber auch nur die Nummern nicht. So weit unten ist sie dann doch nicht. Bei Skyrim hat man immer den Ausdauerbalken gesehen. Deswegen ist es mir nicht aufgefallen, dass sie ein bisschen tiefer ist. Immer noch die Leiche hier am Liegen? Na, drin ist nichts mehr. Guck mal, wenn wir jetzt nicht nachts haben, sondern ganz normal Tag und ich trage die Meisterhändler
Klamotten, reicht das vollkommen aus, um nicht zu erfrieren. Das hat es gebracht beim Klüngel der vier Winde, der sieben Winde. Der sieben Winde, die Wetterfestigkeit zu lernen. Das war schon echt praktisch. Allgemein Widerstände. Im Leben Widerstände und so weiter. Immer sehr praktisch. So. Her mit dem Fischen. Wenn es jetzt wie bei Skyrim Anniversary Edition mit dem Survival-Mode wäre, würde jedes Mal, wenn wir ins Wasser gehen, würden wir einen Erfrierungs-Debuff kriegen. Weil es ja kalt wird. Aber das gibt's hier nicht. Bin ich auch nicht traurig drum. Ist schon immer doof genug, wenn man es nicht schafft, auf den passenden Kältewert, Kältewiderstand zu kommen und anfängt zu erfrieren. So. Alles sammeln wir nicht ein am Strand. Denn wir haben ein ganz anderes Ziel, nämlich die Festung Vendabel. Es sind so ein paar Banditen, die Ärger machen. Zurücklehnen und Musik genießen. Er hatte keine Ausdauer mehr, der Guteste. Nehmen wir einen Schluck aus dem Wasserschlauch. So, ich fange an zu pfeifen, deswegen höre ich jetzt mal auf. Das ist nämlich gar nicht gut bei dem Mikrofon. Festung ist schon in Sicht. Wunderbar. Noch ein bisschen gen Süden und dann haben wir's. Gegner davor müssten wir auch schon alle längst erledigt haben. Machen wir noch ein kleines Foto fürs Video. Oh, ich habe noch eine Laterne mit. Perfekt. Dann können wir rein da. Um Rohstoffe zu sammeln, sind besondere Werkzeuge nötig. Für Erze brauchst du eine Spitzhacke, an Angelplätzen eine Harpune. Festung Vendabel. So, das Miese ist, diese beiden Wachen hier, die werden hier gleich durchgehen wollen. Und das wissen wir zu verhindern. So. Zweite Falle. So, wir sind aber noch nicht fertig. Oh, der ist am Saufen. Jo, der hat einen Becher in der Hand. Ist mir noch nie aufgefallen. So, brauche ich noch was? Physischen Schutz habe ich, das habe ich. Das ist alles drin. So. Mit Croc sprechen. Ah, wen haben wir denn da? Einen verlorenen Reisenden? Wir werden uns schon um dich kümmern. Komm herein und wärm dich auch. Wir werden uns schon um dich kümmern. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Was? Aber wir haben hier alles, was du brauchst. Komm nur rein. Essen, Wasser und Schätze. Komm schon. So,
Es hört sich jetzt gut an, aber ich weiß, dass der mich abzockt. Also, nein. Nein, nein. Ich glaube, du bist krank. Du musst sofort zu unserem Doktor. Ah. Ich bestehe darauf. Nein. So, und jetzt? Jetzt siehst du die anderen da, wie sie hier reinkommen. Und erledigt. Oh, warte mal. Da ist noch einer. Oh, der ist schon erledigt. Okay. Kaum hat man sich geweigert. Wir wissen, wenn man sich vorher, wenn man zugehört hat, ne? Unser Torwächter Burak hat uns gesagt, dass das hier Banditen sind. In meinem ersten Playthrough habe ich das nicht gehört. Oder Playthrough, ich hatte noch keinen Playthrough. In meinem ersten Spielstand hatte ich das nicht gehört damals. Hab darauf nicht geachtet und habe mich einbuchten lassen. Das ist ganz mies, weil dann wird man in ein Gefängnis geworfen. Aber das Gefängnis kann man auch so sehen, deswegen haben wir noch gar nichts verpasst. Wo ist es denn hier? Hat er keine Waffe gehabt. So, ich meine, es ist der Ring hier. Shit, doch nicht. Shit. Bin ich hier nicht, wo ich sein wollte. Der Matt. Rohes Fleisch und nicht abgekochtes Wasser kann dich krank machen. Manche Tränke und Tees besitzen heilende Eigenschaften, obwohl es damit länger dauert, bis du dich von deiner Krankheit erholt hast. So, hier ist eine Troglytenhöhle. Um die kümmern wir uns mal eben. Schönen guten Tag. Einmal bitte in die Falle laufen. Nochmal in die Falle laufen. Dankeschön. Das ist nicht schlimm. Wir haben Gegengift mit. Oder auch nicht. Dann essen wir jetzt das da. Und es hilft uns hoffentlich. Ah, zu wenig Mana. Komm schon. Ja. So, wie lange hält das Gift noch? 51 Sekunden. Aber ich habe doch was Vollnis. Widerstand erhöht. Genau. So, vielleicht hilft das ja beim Giftschaden. Ich hätte halt einfach der blöden Granate noch dodgen sollen und nicht die tanken sollen. Aber man lernt aus seinen Fehlern jetzt beim nächsten Mal. So, ich glaube, wir sind hier durch. Das heißt, wir müssen jetzt... Wir dürfen! Wir dürfen jetzt nochmal dahin laufen. Ganz schön. Sprint ich mal los. Ich denke, ich nehme jetzt gleich nochmal kurz einen Heiltrank. Damit der Gesundheitsbalken mal eben wieder auf die Vollen geht. Hä, welcher war das denn dann von den Ringen? Warte mal. Wo habe ich es denn hier? Da. Ja. So. Dann nochmal zur Festung, wenn da will. Selber schuld. Irgendwo gibt's einen Hint, beziehungsweise einen Tipp, welchen Ring man nehmen muss. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Tipp ist. Ach, guck mal, das Gift ist abgelaufen. So kann man noch arbeiten. Dann mal runter da.
Ein bisschen Wasser können wir trinken, dann können wir weiter sprinten. Weißt du was, dann zeige ich an, als erstes das Gefängnis unten. Die Festung hier kenne ich tatsächlich ziemlich gut. Ach ja, jetzt hätte ich mal vorlesen können, den Tipp. So. Hier geht's runter. Die Wachen greifen einen tatsächlich nicht unbedingt an. Oder doch? Ich dachte nicht. What? Ich dachte. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oh ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Das heißt, das sind jetzt alles Banditen hier. Das haben die umgeändert. Das haben die umgeändert. Das war früher aber nicht so. Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden. Ja gut, ich klopfe mit einer Machete auf den drauf, also. Ah, gegen die Wand. Au. Zu wenig Mana. Das gibt's nicht. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh. So, erstmal hier in Sicherheit stellen. Wo ist er? Ich hätte mich fangen lassen müssen dann wohl. Wow. Also so habe ich das hier unten noch nie erlebt, dass sie alle, die kompletten Wachen dann zu Banditen wurden. Suchst du nach was Bestimmten? Oh Mann. Jetzt habe ich eine Menge Sachen hier verkackt. Das tut mir leid. Dass das aber auch geändert wird. In der Form. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das in der Form sich abgewandelt hat. Eigentlich ist es so, dass man hier unten, gerade bei den ganzen ohne den Rüstungen, das waren alles so Mini-Quest-NPCs. Wenn ich mich nicht vertue, bei dem einen kommt man, glaube ich, ein bisschen kochen, bei dem anderen ein paar andere Sachen herstellen und. Ging jetzt alles nicht. Ja, ist zu spät, ich kann nicht laden. Und die beiden hier, eine und die gleiche Person. Ja, also, das haut nicht hin. Kann ich nichts machen. Okay, dann machen wir hier einen kleinen Cut und machen wir mal gucken, wann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und
Sorry. Hätte ich nicht gedacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.